Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Reptile Whisperer. Ich bin Susanna und heute gibt es nochmal einen Vlog von mir. Und zwar habe ich mich jetzt doch entschieden, hier aus diesem tollen Terrarium eine schöne Stätte für meine Rotaugen-Buschkrokodile zu kreieren. Wollte ich erst in einer neuen Wohnung machen, aber naja, ich kann es nicht an mir halten und möchte jetzt anfangen, eine schöne Rückwand zu bauen. Hab hier schon Platten stehen und habe auch schon hier die Rückwände, also die Rohlinge im Prinzip, eingeklebt. Und jetzt geht es halt darum, was mache ich jetzt hier alles Schönes rein? Also es soll natürlich aussehen. Und das Problem ist, normalerweise fange ich einfach an, nehme mir irgendwelche Platten, klatsch die dahin, modelliere einfach, ja, frei Schnauze. Problem ist, ich möchte ja jetzt ein Video machen, vor allen Dingen auch eins, wo man wirklich das sehen kann, wie man Schritt für Schritt macht. Und jetzt bin ich halt am Überlegen, wie mache ich das? Deswegen habe ich mich entschieden, ich mache einerseits einen Vlog, wo ich einfach random drauf losbaue und am Ende des Tages werde ich einfach das so zusammenschneiden, dass es irgendwie Sinn ergibt. Ja, während ich jetzt hier mal anfange, werde ich euch ein bisschen was erzählen, was so bei mir abgeht und was ich noch so getrieben habe die Woche. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und dann schauen wir mal weiter. So, ich habe absolut keine Ahnung, wo ich anfange. Ich habe jetzt überlegt, ich mache jetzt erstmal einfach so ein paar Stücke, die quasi als Plattform dann nachher dienen, damit die Tiere an der Rückwand irgendwie noch ein bisschen rumrennen können. Und ja, keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Ich werde jetzt hier einfach irgendwie mal hier ein bisschen was anzeichnen, dass ich dann irgendwie, ja, so was hier mache. Es ist echt total komisch, jetzt so eine Rückwand zu bauen und das alles irgendwie zu filmen. Das bringt mich total aus dem Konzept. Also normalerweise, wie gesagt, mache ich einfach irgendwas und am Ende sieht es dann irgendwie cool aus. Und ja, mal schauen, ob das diesmal auch der Fall ist. Ich weiß es noch nicht. Aber ich denke, wir kriegen das schon hin. Ich habe ja jetzt auch die Tage mal endlich das Terrarium für Fred, also mein Felsuma mutabilis, fertig gemacht. Also das Terrarium, was nachher irgendwie auf den Balkon kommen soll für den Sommer. Und ja, da blende ich euch jetzt auch mal zwischendurch was ein, was ich da so hantiert habe. Und das muss ich aber auch noch komplett fertig machen jetzt. Insofern, dass da noch die Türen rein müssen, Teichfolie und dann auch eben, ja, Erde und Pflanzen und Äste und sowas, ne? Also, ich habe genug zu tun. Ja, wundervoll. Und um eine Frage zu beantworten, warum nehme ich die Rodur? Ich mache es mir ein bisschen einfacher diesmal. Ich möchte ja nicht, dass die Terrariengröße so krass eingeschränkt wird durch die Rückwand. Deswegen habe ich hier so, was ist das, 2 cm Styrodur geholt als Basisplatten fürs Terrarium, weil die einfach stabiler sind, als wenn ich jetzt irgendwie 2 cm normales Styropor nehme. Und dann kann ich hier auch mit Schaschlikspießen besser arbeiten, weil das, ja, das hält direkt, ne? Also du steckst die dann so zusammen und da hast du keinen Stress damit, dass irgendwie was auseinanderbricht. Ja, so viel dazu. Ansonsten habe ich natürlich wieder nach Wohnungen geguckt. War jetzt noch nichts dabei, denn die Wohnung, von der ich die größte Hoffnung hatte, hat sich dann leider doch als Pleite entpuppt. Die war zwar an sich cool, aber ich habe ja nichts davon, wenn ich dann einen Balkon habe, der im Erdgeschoss ist und direkt zur Straße zeigt und Rüdiger im Sommer dann, ja, gestresst wird von vorbeifahrenden Autos oder von irgendwelchen Passanten oder sonst was. Und ja, keine Ahnung, ich fühle mich dann auch nicht unbedingt sicher, wenn ich dann das Wohnzimmer direkt irgendwie auf Erdgeschosshöhe habe und im Prinzip jeder Idiot dann über den Balkon bei mir einsteigen kann. Ne? Fand ich dann nicht so cool. Deswegen gibt es da leider noch nichts Neues. Ich gucke weiter und hoffe, dass ich bald was finde. Ja, und ansonsten ist jetzt am Wochenende wieder die Terraristika. Und eigentlich wollte ich da gar nicht mehr hin, weil es mir irgendwie nichts bringt. Ich gehe da eh nur hin, wenn ich irgendwie schon Tiere geplant habe, die ich mir kaufe, um die dann abzuholen. Und sowas wie Spontankäufe mache ich ja eigentlich auch nicht. Aber ich habe mich jetzt doch breitschlagen lassen, weil man kann da natürlich nette Menschen kennenlernen. Und deswegen fahre ich da am Samstag wieder hin. Und ich hoffe, dass ich mich nicht breitschlagen lasse, ein Tier zu kaufen. Weil, naja, ich möchte ja einerseits jetzt ein bisschen sparen für die neue Wohnung und andererseits wollte ich mir ja Ende des Jahres noch die Boa holen. Und ja, dann ist das irgendwie ein bisschen doof, wenn ich jetzt noch das Geld da schon verpulver, deswegen. Aber man weiß ja nie, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
kann ja doch passieren, dass ich mit irgendwas nach Hause komme. Aber wenn, dann wäre das auch irgendwie ein kleines Tierchen. Weil ich habe noch ein paar kleine Terrarien hier und da habe ich auch Lampen für. Und ja, man sollte schon alles da haben, wenn man ein neues Tier sich kauft. Und deswegen, wir werden sehen. Primär werde ich jetzt Zubehör kaufen, Korkplatten und sowas, ne? Und Korkröhren und so. Und vielleicht kaufe ich mir auch noch mal ein schickes neues T-Shirt. Die haben da immer relativ coole Sachen. Also ich habe mir ein Parmelion-T-Shirt geholt. Und vielleicht gibt es da jetzt auch eins mit Boas drauf. Das wäre natürlich fantastisch. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich werde mich da mit vielen Leuten unterhalten. Vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen von euch da auch. Das wäre natürlich cool. Könnten wir mal ein bisschen quatschen. Und jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht. Moment. Na, wichtig ist halt, wenn man hier solche Sachen schneidet, dass man immer irgendwie noch eine gerade Kante hat, weil das wird ja nachher hier dann an die Rückwand gepappt. Und deswegen muss ich jetzt gerade mal gucken, was hier sinnvoll ist. Ich schneide erstmal das aus, was ich hier gerade angefangen habe. Vorzugsweise so, dass ich nicht in den Tisch schneide. Leg mir mal hier so eine Latte drunter. Und ja, wo war ich? Genau, ich fahre zur Terroristika und hoffe, den einen oder anderen von euch da zu treffen. Und ich werde auch dieses Jahr mal endlich nach Hauten fahren zum Snake Day. Ist natürlich auch wieder eine Verführung, ne? Ein ganzer Tag nur Schlangen. Aber ich muss da mal hin. Ich war da noch nie, will da mit einer Freundin hin und ich glaube, das wird auch richtig, richtig cool. Und wird auch wieder eine Gefahr für mich sein, denn Schlangen sind so mit die coolsten Tiere überhaupt. Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die Schlangen nicht cool finden. Hab da auch heute auf der Arbeit drüber philosophiert mit einem älteren Herrn. Und es war sehr interessant, wie der dann reagiert hat, vor allen Dingen beim Königspython. Ist dann lustig, wenn die Leute dann Angst haben vor dem Königspython, wo jeder etwas erfahrene Mensch mit Reptilien weiß. Also Königspython ist ja so das Gechillteste überhaupt. Und ja, war aber cool. Also mal so Leute, die gar nichts mit Reptilien am Hut zu haben, dann damit zuzutexten. Und vor allen Dingen bringe ich dem morgen dann eine Schlangenhaut mit und hänge die dem dann da an seinen Arbeitsplatz hin. Und dann kann er sich das mal anschauen. Ich hatte auch schon angeboten, dass er mal vorbeikommt und sich die Schlange mal anschaut. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Da ist dann doch die Hemmung zu groß. Aber den Spaß habe ich mir dann gegönnt und habe dann mal den ganzen Kollegen so ein bisschen was erzählt, wie das denn so ist mit den Schlangen. Und ja, ich komme mir dann immer so ein bisschen vor wie so ein Alien, weil kein Mensch das versteht. Und da geht mein Wecker an, so, aus. Und jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Genau, die Leute verstehen das nicht, wie man Reptilien halten kann. Und ich denke mir jedes Mal so, die wissen ja gar nicht, was sie verpassen. Also, ich finde Reptilienhaltung super. Und ich bin so froh, dass ich das für mich entdeckt habe. Und die Tiere geben mir einfach so viel. Also, keine Ahnung. Die einen haben Hunde, die anderen haben Katzen. Ich habe meine Reptilien und bin mega glücklich mit denen. Und will sie auch nicht mehr in meinem Leben missen. Also, ich finde das einfach so schön. Die Artenvielfalt. Wie schön man hier Terrarien herrichten kann. Das ist einfach, das ganze Thema ist geil, ne? Du kannst Rückwände bauen, kannst Terrarien bauen, du kannst die Tiere an sich pflegen und wenn du Glück hast, ja, bauen sie ja so eine gewisse Vertrauensbasis auf und ach, herrlich einfach. So, habe ich das schon gemacht. Jetzt stecke ich das mal so zusammen, die Styrodurplatten mit den Styroporplatten, weil ich möchte so ein bisschen, ja, dickere Struktur erzeugen. So, jetzt haben wir die groben Stücke fertig und jetzt fängt die Schweinerei an. Erstmal aber noch hier mit dem Cuttermesser ein bisschen in Form schneiden. Und dann werde ich nämlich hier mit der Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine das alles schön, ja, anrauen und Struktur reinbringen, damit das nicht mehr so kantig aussieht und
Ja, das soll ja irgendwie auch mal ein bisschen natürlich werden. Ne? Also hier, das ist ja jetzt nicht der Hit, wenn man sich das mal so anguckt. Deswegen werden wir da jetzt mal ein wenig Liebe reinstecken und Kreativität und hoffen, dass es am Ende cool aussieht. Aber ich bin guter Dinge. Und wenn ich das jetzt erledigt habe, dann ist auch der Vlog schon vorbei. Ich muss euch ja jetzt hier einen Cliffhanger bringen, damit ihr auch wieder einschaltet, wenn ich denn dann hier weiterbaue. So, jetzt habe ich aber auch genug erzählt. Ich mache das jetzt hier mal weiter. Ihr könnt euch das jetzt noch anschauen. Und ich sag schon mal auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und ciao, ciao.